der SPÖ ist Nurten Yilmaz am Wort. Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen. Unsere Republik ist auf Demokratie aufgebaut. Wir sehen immer wieder, dass demokratische Systeme aber nicht in Stein gemeißelt sind. Demokratie muss gehegt und gepflegt werden. Und aus diesem Grund ist es auch so wichtig, dass wir heute mit einem Vier-Parteien-Antrag das Projekt der Demokratiewerkstatt ausbauen können und somit den Weg frei machen, dass der Zugang zur Demokratiewerkstatt noch niederschwelliger wird. Dafür wird beispielsweise das Online-Angebot und das Angebot in den Bundesländern ausgebaut. Unser Ziel ist ganz klar: Jeder Schülerin und jeder Schüler soll zumindest einmal in ihrer Schullaufbahn die Möglichkeit haben, gesetzgebende Organe zu besuchen. Die Demokratiewerkstatt ist ein wichtiges Element der Demokratiebildung in Österreich, aber sicher nicht das einzige. Deshalb umfasst der vorliegende Antrag auch weitere Maßnahmen direkt in den Schulen und in den Lehrplänen. So sollen in den neuen Lehrplänen fächerübergreifend Schwerpunkte zur politischen Bildung und Medienbildung geschaffen werden und Materialien zum Thema Demokratie für die Schulen und für die außerschulische Jugendarbeit zur Verfügung gestellt werden. Alles wichtige und richtige Maßnahmen. Österreich hat es im Demokratieindex 2021 gerade noch geschafft, nicht als mangelhafte Demokratie bezeichnet zu werden. Ist das ein Erfolg? Nein, ganz sicher nicht. Und ich bin auch der Meinung, dass wir uns das genauer anschauen sollten, warum es so weit gekommen ist. Inwieweit hat die Korruption, die immer augenscheinlicher wird in unserer Republik, damit zu tun? Inwieweit haben Angriffe auf die unabhängige Justiz damit zu tun? Das sollten wir uns auch anschauen, damit wir unsere Demokratie umso besser schützen können. Werte Kolleginnen und Kollegen, Demokratie lebt von Beteiligung und Teilhabe. Was bleibt aber von der Demokratie, wenn sich immer weniger Menschen an dieser beteiligen können, weil sie kein Wahlrecht haben? Das Wahlrecht ist in Österreich an die Staatsbürgerschaft gebunden. Dieser kann sich aber ein Großteil der arbeitenden Menschen nicht leisten, weil sie schlicht und einfach zu wenig verdienen. Die Zahl der Personen ohne Möglichkeit zur politischen Mitbestimmung wird leider nicht weniger, sondern immer größer. Tagtäglich werden in österreichischen Krankenhäusern Kinder geboren, deren Heimat zu einem Großteil Österreich bleiben wird, die sich als Österreicherinnen fühlen werden und hier Steuern zahlen werden. Mitbestimmen wird aber ein großer Teil dieser Kinder nicht oder nur sehr schwer. Wenn immer weniger Menschen die Möglichkeit haben, sich an der Demokratie zu beteiligen, dann bleibt von der Demokratie wenig übrig. Und das ist brandgefährlich. Demokratie müsse man hegen und pflegen, und das würde jetzt mit dem Ausbau der Demokratiewerkstatt geschehen, sagt hier Nurten Yilmaz von der SPÖ.